Stuart! Schämen Sie sich, meine Tochter anzulügen. Das soll wohl ein Witz sein. Und was ist mit Ihnen? Jean-Claude? Aber die Sache blasen wir ab. Sowas tue ich Flo nicht an. Von wegen, hier wird gar nichts abgeblasen. Tut mir leid, ich trete vom Vertrag zurück. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Vera, ich sage nein. Okay. Kein Problem. Danke. So ist das wirklich besser. Viel gesünder. Sie haben vollkommen recht. Seien wir aufrichtig und sagen Flo, womit Sie wirklich Ihr Geld verdienen. Nein, nein, bitte nicht. Ich flehe Sie an. Aber das ist viel gesünder. Ich weiß nur nicht, ob sie Ihnen das je verzeihen wird. Ihren letzten Freund hat sie wegen Schummeln bei Monopoly abserviert. Dann habe ich wohl keine Wahl. Nein, wohl nicht. Haben Sie Ihre anderen Freunde auch erpresst? Nein, Sie sind der Erste, den wir kennenlernen. Ja, Gérard? Irgendwas stimmt nicht mit dieser Kreditkarte. Ich habe was gegessen, ein paar Flaschen bestellt und schon geht nichts mehr. Baby! Was? Sind Sie sicher? Hallo? Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Hallo, Gérard? Ja? Seltsam, normalerweise ist genug auf dem Konto. Wissen Sie, was eine Flasche kostet? Entschuldigen Sie, was kostet eine Flasche Champagner? 1000 Euro, Monsieur. Was? Habe ich richtig gehört? Hat er 1000 gesagt? Hören Sie, ich bin bereit, das Konto nochmal aufzufüllen, aber übertreiben Sie es nicht, ha? Verlassen Sie sich auf mich, ganz bestimmt nicht. Wie sieht's aus? Ein Problem leider. Den Alarm konnten wir abschalten, aber es gibt noch eine Kamera am Eingang. Da müssen wir die Stromversorgung unterbrechen. Auf den Fall war ich schon vorbereitet. Ich kümmere mich drum. Nein, du bleibst schön hier. Ich kümmere mich drum. Du bist noch in der Probezeit. Okay, ich bin da. Ich schneide die Leitung durch. Deine Burg ist toll geworden. Los, komm, beeil dich. Na los, komm schon. Bonsoir, Romain. Sag mal, bist du noch im Büro? Der Chef hat die Sitzung auf morgen vorverlegt. Keine Lust auf ein Abendessen mit den Schwiegereltern? Yeah! Wo steckst du, verdammt? Ich bin bei meinen Eltern. Wir warten auf dich. Außergewöhnlicher Notfall? Oh, Mann. Kleine Geheimnisse vor der Welt? Bist du da, Baby? Ja, ich bin hier. Entspannen Sie sich, wir machen das schon. Die Firma lief super, endlich die große Liebe. Kurz gesagt, mein Leben war toll. Ich komme für einen verheirateten Freund. Er hat eine junge Frau kennengelernt, mit der er übers Wochenende wegfahren will. Wie heißt denn Ihr Freund? Sein Vorname, wie heißt er? Jean, Jean-Claude. Bis ich Ihren Vater kennenlernte. Hallo, Papa. Bonjour, Jean-Claude. Gérard. Und Ihre Mutter. Hallo, Mama. Am Wochenende ist unser 30. Hochzeitstag. Gérard ist nicht mal da. Ach so? Tja, die Arbeit. Flo stellt mir unangenehme Fragen. Was soll ich jetzt tun? So ein Mist. Ihr wisst es noch nicht. Ich habe ein kleines Problem mit Narkolepsie. Ist ja kein Drama. Hältst du noch bis zur nächsten Raststätte durch? Klar, kein Problem. Na cool. Seit wann hast du das? Midi! 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 Midi, aufwachen! Ach, na komm, die Sache mit der Panne und so. Aber wir haben wirklich eine Panne. Ja, na klar. Und ich habe echte Brüste. Oh, pardon. Doof, Mann! Was soll denn der Scheiß? Wir blasen die Sache ab. Von wegen, hier wird gar nichts abgeblasen. Ich schlag die Scheibe ein, nicht, dass du dich verletzt.
Alles okay? Ja. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein schlechter Lügner. Dann sage ich dir jetzt die Wahrheit. Aber das stimmt nicht. Was ist denn mit dir los? Er hat noch gar nichts gesagt. Pardon.